Hello, Buddy Buchsbaum hier, mit frischem Label und frischem Material, meine Platte auf Backspin TV. Hast du alle Hände voll zu tun mit deinem Terminplan? Streich ein paar, scheißegal, du bist wichtiger als dein Kram. Mein Album heißt Unkaputtbar, weil es hoffentlich ein Klassiker geworden ist, der irgendwie in 10 Jahren auch noch funktioniert. Und man kann die Scheibe zwar zerstören, aber den Inhalt, die Mucke nicht. Das Cover ist ganz schlicht gehalten von meinem Album. Das ist im Endeffekt ist die Message, die Verpackung ist egal, der Inhalt zählt. Und da steht einfach nur drauf, die Info, das Album von Buddy Buchsbaum ist unkaputtbar. Wir sind mit einer Walze rübergerollt. Mit irgendeinem Traktor, haben das Ding angezündet, haben versucht, es kaputt zu machen. Geht nicht. Mein persönlichster Track ist wahrscheinlich die erste Auskopplung, Ballast. Weil ich da ja, richtig auspacke. Aus irgendeiner Phase, wo das dann halt die ganze Zeit nicht klappen wollte. Irgendwie jetzt nicht wegen Mucke, sondern grundsätzlich mit Pechsträhne, Galore, Auspuff fällt ab, auf dem Weg da zur Werkstatt, dann irgendwie irgendeine Hiobsbotschaft. Und ja, ganzer Tag im Arsch und da aus dem Feeling heraus habe ich halt Ballast geschrieben, wo man halt so nur von der Pechsträhne runtergezogen wird, aber sich trotzdem aufrappelt und dann dagegen angeht mit einem Lächeln. Ne, es ist, wie gesagt, man kennt es ja aus allen Alltagssituationen, dass halt Tage einfach nicht irgendwie flutschen wollen und man dann halt immer denkt, okay, wenn's nicht irgendwie, wenn's kommt, dann richtig dolle. Und dann halt irgendwie sich dann so eine Kette von Reaktionen irgendwie ergibt, dass der ganze Tag im Arsch ist und da gerade muss man irgendwie den Kopf hochhalten und dann halt gegen angehen mit der Power. Und manchmal ist ja das Bein zu kurz, um sich selber in den Arsch zu treten. Und dann sollte man da ein bisschen mit Humor rangehen, anstatt irgendwie zu verbittern oder so. Der härteste Track. Ja, hart ist so ein Ding, aber ich würde sagen, Robo-Disco ist der härteste Track. Der haut drauf auf den Kopf. Na, der Song hat eine gewisse Macht, Power und irgendwie ist Upspeed und ist eigentlich gemacht, um den Club abzureißen. Ja, auch wieder Ballast oder Hightech Overload. Das sind so die zwei ruhigeren Balladennummern da drauf, die auch eigentlich keinen Beat haben. Das ist, also Ballast ist halt nur Klavier mit mir und die andere Nummer ist ein bisschen Holz, Stockgeklöppel und auch wieder so Gesang und Chöre. Also mein Favorite ist Wodka Soda. Das ist ein, also der ist auch schon ziemlich alt. Ich habe halt irgendwie über die 7 Jahre, ich habe jetzt nicht wirklich 7 Jahre an dem Album gearbeitet, ist ja klar. Ich habe unterm Strich habe ich 1 Jahr an dem Album gearbeitet, aber halt über so 2-3 Jahre verteilt portionchenweise, weil ich halt noch andere Sachen gemacht habe. Und der ist ziemlich alt, aber der wollte mich nicht loslassen, weil das einfach irgendwie der heftigste Baller-Groove ist auf dem Album und ein bisschen ja auch so ein Crossover-Ding geworden ist. Aus so einem Madlib, Jay Dilla-Feel wurde dann auf einmal ja, Blues-Rock. Frag mein Opa, Urlaub geht auch einfacher, alle Menschen kochen mit Wasser. Ich habe keine harte Punchline. Ich mache ja immer, ich habe kein Problem mit Pop, nur richtig cool muss er sein. Und dementsprechend gibt es da ganz schön viele. Und ich würde sagen, Power. Power ist eine sehr poppige Hook. Und andererseits ist es aber auch wieder sehr jazzed und ziemlich kompliziert. Also wenn es jetzt irgendwie um Pop-Faktor geht, die Melodie ist poppig. Verdammt, was zieht mich runter? Ich bin sonst unkaputtbar. Warum bin ich down? Mein Lächeln ist angeboren. Zusammengestrafft aus Ballast. Bester Feature-Part, da würde ich sagen von Takatuka, die Gitarrline im Abspann von Uwe, weil es gibt keine Features auf der Platte. Es gibt nur musikalische Features. Überraschendes Feature, würde ich sagen, ist wiederum im Ballast-Video spielt Peter Behrens, der Drummer von Trio damals, spielt die Hauptrolle und nicht ich. Und das hat sich geil ergeben, irgendwie auch wieder über Uwe, der über wieder ein paar Leute dann halt Kontakt zu Peter hatte. Und dann haben wir ihn besucht in Wilhelmshaven und echt eine richtig geile Zeit da verbracht, geiles Video gedreht mit ihm und irgendwie seiner Geschichte.
so ein bisschen verbildlicht, weil er halt auch so gelernter Clown aus Milano ist. Haben wir da so eine Charlie Chaplin-Ebene mit eingebaut. Kann man sich angucken, ist echt, echt ganz geil geworden. Da könnte ich eine Anekdote erzählen vom letzten Dreh zu Termin im Park. Das ist jetzt die Single, die jetzt rauskommt. Das war auch wieder so eine Ballast-Story, die sich dann Gott sei Dank ins Gute gewendet hat. Aber einen Tag vorm Dreh musste ich eigentlich zu einer Probe, stand mit einem Platten im Wald, musste dann irgendwie morgens um 8:30 irgendwie einen Reifenwechsel machen. Dann habe ich gemerkt, dass der Ersatzreifen irgendwie kein Profil mehr hat und ziemlich dünn ist und eigentlich jederzeit platzen kann. Bin ganz entspannt aus dem Wald gerollt zur Tankstelle. Dann habe ich den endlich aufgepumpt bekommen. Und dann fahre ich wieder zurück, um irgendwie meine Sachen zu holen. Dann fängt der Motor an zu blubbern, ich bleibe stehen. Und in dem Moment ruft irgendwie mein Regiekompagnon an und sagt, ich mach's kurz, der Kameramann für morgen liegt mit 40 Grad im Krankenhaus, mit 40 Grad Fieber im Krankenhaus. Und dann konnte ich nur noch lachen darüber, weil das halt das ist genau so ein Ding, was den Song halt auch beschreibst, wo du dann halt einfach nur mit Lachen reagieren kannst, sonst würdest du irgendwie sofort irgendwie den Wagen zertrümmern oder irgendwie umkippen, ohnmächtig werden. Naja, und dann habe ich halt in der Nacht einen neuen Kameramann organisiert und irgendwie den um 12 Uhr da gehabt, den zum ersten Mal gebrieft und am nächsten Morgen dann irgendwie Licht geliehen mit ihm zusammen und das Video dann halt durchgezogen und das waren Top-Moments, zwei perfekte Tage, die nur geflutscht haben und wir haben einen Außendreh gehabt, da war die ganze Zeit dann noch irgendwie so das Ding, dass das Wetter mitspielen muss und an den Tagen hatten wir halt irgendwie nach dem Hamburger Nass die ersten zwei Tage, wo es trocken war. Das ist wahrscheinlich dieselbe Geschichte, die witzigste und stressigste Geschichte. Ist wohl irgendwie die Intro zu dem Dreh, zu dem letzten. Oh, das ist echt immer schwierig, wenn man da was Neues versucht zu verzapfen, das dann so zu beschreiben. Sehr musikalisch ist das geworden. Ich habe es irgendwann mal Midi-Rock genannt, aber dafür ist es zu Hip-Hop-Groove-lastig und zu Funk-artig. Es ist auch Country mit drinne. Ich habe irgendwie über die Jahre dann auch Country gehört. Ich bin jetzt kein richtiger Country-Fan, aber irgendwie so von den Gesangslines und so, da macht denen keiner was vor. Da habe ich viel gelernt irgendwie, so von den Stimmensätzen und Chöre und Harmonien. Und was ist da noch drin? Also viel, viel Hip-Hop, viel, aber dann halt durch die ganzen Live-Instrumente, weil alles live gespielt ist, ist es jetzt wieder so ziemlich live-organisch geworden. Und ich gehe mit den Rough Cats auf Tour, also übersetze ich das dann halt wiederum irgendwie in den Funk. Und bring das Ganze ins Live-Ding, also schwer zu beschreiben. Classic-Neo-Crossover. Also ich will nicht sagen, Chartplatzierung ist Banane, aber auf jeden Fall ist es nicht der Maßstab. Es geht eher darum, dass das Album irgendwie lange wirklich Bestand hat und irgendwie zählt. Und ich bin ja nach der ganzen Zeit, wo ich abgetaucht bin, dann halt auch wieder in der Aufbauphase. Da ist klar, dass es irgendwie länger braucht. Und ich will eigentlich irgendwie einen soliden Kanal mit irgendwie meinem Label Holorec aufbauen und langfristig halt irgendwie meine Sachen und irgendwie die ausgewählten Sachen, die ich halt irgendwie, wo ich denke, da ist Potenzial, dann darauf rauspushen. Kein jetzt großes Label draus machen, sondern wirklich so Perlen. Ausgewählte, geile Musik aus Hamburg. Und wenn ich das, da sieht eigentlich alles irgendwie rosig aus, das ist auf dem Weg dahin, dass ich auf einem guten Weg bin dahin. Und ja, und dann bin ich auch schon irgendwie happy, wenn ich nach wie vor irgendwie davon leben kann und irgendwie das Ganze auf einem soliden Fundament irgendwie besteht. Und wenn mehr kommt, ist fein. Wenn nicht mehr kommt, ist auch okay. Es gibt eine Deluxe Edition. Was für eine? Naja, klar. Nee, ich mach keine halben Sachen. Die Deluxe Edition von meinem Album ist eine 7x7 7-Inch Box mit, also ist eigentlich ein Single-Album. Nur Singles und auf jeder Seite ein Track und mit irgendwie einem Fotobuch und ja, ich glaube, viel mehr geht nicht an irgendwie Deluxe Edition für Vinyl Junkies und irgendwie Musiklover, weil es, das Album sollte man kaufen, weil es nichts Vergleichbares gibt da draußen. Okay, Leute, das war Buddy Buchsbaum auf Backspin TV. Mein Album kommt am 14. August raus. Ich glaube, es ist auf jeden Fall lohnenswert, da mal reinzuhören. Denn ich kenne nichts anderes, was ähnlich klingt. Und zieht euch den Scheiß rein, die Deluxe Box. Zieht euch irgendwie das Doppelalbum rein. Ich biete alles an: CD, Doppelalbum, Vinyl, 7-Inch Box. Und bin gespannt, was ihr davon haltet.
Backspin, 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 Backspin.